Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Hands-On. Heute habe ich für euch einmal zwei neue VaporX Modelle. Hier einmal den Nike Air Zoom VaporX Knit und hier vorne einmal den Nike VaporX Tech Challenge, ebenfalls auch als Neuauflage von einem NRABC Schuh. Dazu aber mehr jetzt im Hands-On. Los geht's! Starten wir mit dem neuen Nike Air Zoom VaporX. Dieser hat im Gegensatz zu dem normalen Modell keinen Mesh-Einsatz als Obermaterial, sondern in diesem Fall hier ein Rundstrickmaterial. Das Ganze macht den Schuh einmal robuster, aber auch atmungsaktiver. Eine weitere Änderung an dem Schuh ist einmal hier vorne an der Fußspitze das abriebfeste Material. Hier sind jetzt so kleine Dreiecke, die dem Schuh einfach in den stark beanspruchten Bereichen einmal robuster, aber auch strapazierfähiger machen. Zudem besitzt der VaporX einmal ein Socksystem jetzt. Das Ganze hat nämlich der normale Vapor nicht. Der normale Vapor besitzt nur dieses Dynamic Fit System, was dieser Schuh aber auch hat. Und in der Kombination mit dem Sock System und zusätzlich dem Dynamic Fit System habt ihr natürlich einmal optimalen Halt und auch eine optimale Stabilität. Zur Sohle. Die Sohle besitzt weiterhin im Mittelfußbereich des Schuhs einmal das Air Zoom Element. Und jetzt noch ganz kurz designtechnisch. Hier hinten auf der Ferse ist einmal das Vapor X Logo in schwarz auf schwarz. Kommen wir nun zur Passform des Schuhs. Der Schuh fällt generell normal aus, sprich er ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Falls ihr aber einen relativ breiten Fuß habt, solltet ihr darauf achten, dass der Schuh nicht an den Seiten nicht drückt, denn das Modell VaporX ist eher für einen schmaleren Fuß ausgelegt. Das heißt, wenn ihr einen breiteren Fuß habt, auf jeden Fall vorher mal anprobieren. Das war es dann mit dem Air Zoom VaporX Knit. Weiter zu dem Air Zoom VaporX Tech Challenge Knit. Dieser ganze ist eine Neuauflage von dem Andre Agassi Schuh. Diesen ganzen Schuh kann man einmal als Tennisschuh, aber auch als Freizeitschuh tragen. Das Obermaterial des Schuhs ist genau dasselbe wie bei dem VaporX. Der einzige Unterschied ist einmal, dass dieser Schuh hier vorne keinen abriebfesten Bereich hat. Das heißt, diese Noppen sind hier nicht vorhanden. Und einmal hinten in der Ferse das sogenannte Max Air Element ist, was auch noch sichtbar ist. Der Schuh hat aber auch einmal das Dynamic Fit System hier vorne, was natürlich einmal wieder optimalen Halt und eine gute Passform bietet. Die Besonderheit bei dem Schuh ist aber auch immer noch, dass gewisse Details eingearbeitet sind, wie einmal der Nike Swoosh hier vorne in Leder, aber auch hier hinten ganz groß einmal das Nike Air Logo, ebenfalls in Leder. Zur Passform, der Schuh ist auf jeden Fall nochmal schmaler als der VaporX. Das heißt, auf jeden Fall ein Schuh für schmale Füße. Das war es auch schon mit dem kleinen Video. Ich hoffe, euch haben die Schuhe soweit gefallen. Schaut gerne unten in der Videobeschreibung vorbei, da sind beide Schuhe einmal verlinkt. Und bei irgendwelchen Fragen und Anmerkungen schreibt es gerne wieder in die Kommentare. Ich werde die Fragen beantworten. Und somit sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut. Advantage You.